Jo Leute, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil HD Remastered. Ja, wir gehen jetzt erstmal weiter. Da ich ja jetzt den scheiß Schlüssel endlich besorgt habe, können wir das auch endlich tun. Ich weiß gar nicht, vielleicht wäre es sogar besser gewesen, ich hätte bei der Tür gestartet. Ich habe etwas Munition im Raum rechts gelassen. Ich gehe vor und suche einen Weg hinaus. Wesker, den Zettel habe ich nämlich noch nicht gelesen. Sehr gut, jetzt wissen wir auch, wo die ganzen Vorräte herkamen, die hier drin lagen. Wesker hat uns die also dahin gelegt. Nett. Wäre schön, wenn er auch persönlich mal vorbeigekommen wäre, aber okay. So, und der Zombie ist jetzt hier weg. Das ist gut. Also steht er nicht wieder auf. Besser ist das. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was mich da hinten erwartet. Ich werde wahrscheinlich irgendein Musikstück spielen müssen. Umsonst habe ich das Notenblatt, glaube ich, nicht gefunden. Und runter da. Okay, wir sind gleich wieder da. Ich könnte das jetzt natürlich alles rausschneiden, aber ich glaube, ich lasse die Resident Evil Parts einfach uncut, wirklich. Weil es ist einfacher für mich zum Produzieren und dann kommen die auch schneller hoch, also ja, ich sehe da keinen großen Vorteil. So, dann mal ab. So, hier war ja nichts weiter drin in dem Raum, das heißt, ich gehe jetzt mal hier hinten wieder runter. Und jetzt habe ich ja den Schwertschlüssel auch dabei. Und mit dem machen wir jetzt mal die Tür auf. Und jetzt brauchen wir den Schlüssel auch nicht mehr. Sehr gut, weg mit dem Ding. Perfekt. Ich finde es übrigens ein bisschen schade, dass es im ersten Teil noch keine Ablegenfunktion gibt, dass man Sachen einfach auf den Boden packen kann. Das gibt es ja ab Resident Evil Zero, glaube ich. Falls der direkt nach dem ersten Teil kam, was ich einfach mal glaube. Okay, das ist die Küche. Und hier krabbelt irgendwas, ich höre es schon. Da ist Munition. Das finde ich erstmal ganz gut. Was haben wir hier? Ein Schlüssel. Alter Schlüssel. Nehmen wir. Hier ist eine Tür. Und da unten liegt ein Zombie. Das finde ich nicht gut. Ich habe kein Messer. Oh. Da ist ein Dolch. Perfekto. Den gönne ich. Der Zombie steht noch nicht auf. Okay, der wird wahrscheinlich später durch irgendwas getriggert. So, Munition nehme ich mit. Ach, kann die Kamera irgendwie mal wechseln? Ich finde das gerade echt ein bisschen kacke, wenn ich hinter diesem Topf bin. Auf den Teller wimmelt es von Maden. Okay, hier ist doch bestimmt irgendwo noch eine Notiz, die irgendwas zur Story aufschlüsselt, oder? Ich gucke mich mal noch ein bisschen um im Raum. Zombie. Der Strom ist wohl nicht eingeschaltet. Okay, hier ist dann der Aufzug. Gut zu wissen. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich da durch diese andere Tür durch. So. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, wo bin ich hier jetzt eigentlich? Im Untergeschoss. Okay, da komme ich jetzt nicht lang. Das ist jetzt doof. Die ist von der anderen Seite verschlossen und für den Fahrstuhl müssen wir den Strom einschalten. Okay, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie in den Keller, ne? Bei alten Villen? In Horrorspielen? Oh, Zwischensequenz. Ich bin kurz weg. Okay, ich bin wieder da. Und jetzt kommen hier Zombies. Perfekt. Stirb! Alter, verpiss dich doch! Was soll denn die Scheiße immer? Also wirklich, ich habe doch so unglaublich viel in den reingeballert. Warum kriegt der nicht mal Rückstoß? Es nervt. Und die Kamera nervt mich auch gerade. Stirb! Hör auf, weiter zu kriechen! Ist er jetzt tot oder lebt er noch? Ich sehe halt nichts. Also die Kamera, ja, ich weiß nicht. Ich sehe den Zombie nicht. Der lebt noch.
Wo ist der denn da? Ich sehe halt legit nichts. Komme ich hier jetzt weiter? Nee. Okay, dann gehe ich halt einfach. Sieh ja. So, kommt hier jetzt nochmal eine Zwischensequenz oder nicht so? Nö. Okay, warum kamen da jetzt Zombies rein? Kann mir das mal jemand erklären? Was haben wir hier eigentlich? Ich dachte, da wäre ein Symbol in der Wand. Aber irgendwie anscheinend ja doch nicht. So, was ist hier jetzt passiert? Warum kamen da jetzt Zombies auf einmal? Das wundert mich. Okay, da kommen wir anscheinend jetzt erstmal nicht weiter. Wir haben einen alten Schlüssel. Ich frage mich, wofür wir den jetzt brauchen. Ist hier noch irgendwo eine offene Tür? Ja, die, vor der wir stehen. Aber die war von der anderen Seite verschlossen. Also ist jetzt die Frage, ging es da drüben jetzt noch weiter? Ich glaube nämlich eher weniger. Doch, ich muss da wahrscheinlich hoch und dann durch die andere Treppe da. Ich probiere das mal aus. Wir sind gleich schlauer. Kenneth hier immer noch am rumliegen. Der ist auf jeden Fall noch nicht zum Zombie geworden. Ich glaube, das kommt aber noch. So, hier kommt doch bestimmt irgendwann... Ich bin jetzt immer so sicher, weil hier nur die Raben sind. Aber ich wette, irgendwann steht da einfach random ein Zombie. Es wird safe passieren. Ich calle es jetzt schon. Okay, wir sind wieder bei 6 Minuten 42. Ein bisschen Zeit haben wir also noch. Ja, hier ist schon wieder ein Zombie. Mann, ich wollte mich wenigstens mal in Ruhe umgucken. Immer diese scheiße schnellen Zombies dann auch noch. Okay, jetzt bin ich wieder hier. So, jetzt kann ich mir wenigstens mal kurz was angucken. Ich wollte eigentlich jetzt wieder runter. Dafür muss ich in den anderen Raum wieder. Das heißt, ich muss diesen Zombie da töten. Meine Leben sind jetzt auch nicht mehr die besten. Und da ich eben da an diesem komischen einen Zombie da zu nahe gekommen bin, habe ich keinen Dolch mehr. Das finde ich jetzt nicht so gut. Da, ich kann ihn halt nicht mal mit den Schüssen zurückwerfen. Es ist furchtbar. Und vor allem, das ist ja nicht der einzige. Ich nehme mal kurz ein Kraut. So, hier ist jetzt nämlich auch noch einer. Nein! Och, diese Kamera! Junge, das ist doch scheiße. Ganz im Ernst. Ich klicke nach vorne, dann wechselt die Kamera und auf einmal läuft er in eine ganz andere Richtung. So, ich gehe jetzt hier einfach rein. Scheiß drauf. Jetzt konnte ich zum Beispiel eben auch nicht in Ruhe bei der Tür gucken, was für einen Schlüssel ich dafür brauchte. Sie ist manchmal echt zum Kotzen. Okay, so, der Bereich ist jetzt auch geklärt. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal hier durch. Da müsste jetzt eigentlich auch noch der Zombie bei der Treppe sein, glaube ich. Oder vielleicht auch nicht. Bin ich mir nicht so sicher. So, ich lade mal kurz nach. So, da geht es jetzt wieder nach draußen. Und wenn ich jetzt weitergehe... Okay, da ist irgendwas drin. Ein Cerberus wahrscheinlich. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. So, hier ging es doch noch runter. Oh. Wow, jetzt kommt da auch ein Zombie. Leckt mich doch. So, der ist down. Um dich kümmere ich mich jetzt auch, Kumpel. Ist der tot? Stirb halt. Die halten halt auch einfach verdammt... Da steht auch noch einer. Ich glaube, es hackt. Das ist das, was ich meine. Die respawnen irgendwie. Ach nö, hier ist noch ein Zombie irgendwo. Bitte nicht. Aber hier bin ich richtig. Hier war ich noch nicht. Oder war ich hier doch schon? Hier ist ein toter Zombie. Der ist aber nicht von mir, oder? Ich höre hier schon wieder einen Zombie. Es nervt. Langsam reicht's doch mal. So, was war das hier für eine Tür? Wo ging's da hin? War das das Klo? Ich bin mir unsicher. Nee, es ist ein Safe Room. Hier war ich noch nicht. Tatsächlich. Geil.
Wäre ich mal früher da runtergegangen, dann hätte ich nicht die ganze Zeit zu dem anderen zurücklaufen müssen. Okay, den Kram behalte ich erstmal, denke ich. Na, wobei, den alten Schlüssel sollte ich auch lieber mitnehmen. Vielleicht noch ein Erste-Hilfe-Spray, aber dann ist mein Inventar halt voll. Wäre jetzt auch nicht so das Beste. Ich würde aber tatsächlich mal speichern, kurz. Nur zur Sicherheit. Obwohl wir gerade beim Thema Sicherheit sind, würde ich an der Stelle, glaube ich, auch den Part gleich mal beenden. Ist dann wieder ein etwas kürzerer Part, aber ich will sicher sein, dass meine Aufnahmen alle funktionieren. Und damit würde ich dann sagen, speichere ich jetzt mal und dann sind wir erstmal durch für heute. So, damit sind wir dann erstmal fertig. Ich packe mich hier gleich in das schöne Bett, was hier gerade liegt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Resident Evil 1 HD Remastered. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.